Lindner gegen Mindestlohnerhöhung von Scholz. Kabinett bringt Krankenhausreformen auf den Weg. Und parlamentarischer Abend des Reservistenverbandes der Bundeswehr. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 15. Mai. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat den Vorstoß von Bundeskanzler Olaf Scholz für eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 15 Euro zurückgewiesen. Der FDP-Vorsitzende sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es sei legitim, dass sich auch der Bundeskanzler als Wahlkämpfer betätige. Der Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode regelt aber klar, dass die Lohnfindung keine Sache der Parteien ist. Die Krankenhäuser in Deutschland sollen unter weniger finanziellem Druck stehen und sich stärker spezialisieren. Mit der Krankenhausreform werden daher folgende zentrale Ziele verfolgt: Sicherung und Steigerung der Behandlungsqualität, Gewährleistung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung für Patientinnen und Patienten, Steigerung der Effizienz in der Krankenhausversorgung sowie Entbürokratisierung. Dies teilte das Bundeskabinett in einer Pressemitteilung mit. Das ist der Startpunkt, auf dem wir jetzt aufsetzen. Wir werden uns in den kommenden Wochen ganz genau anschauen müssen, welche Auswirkungen haben diese Regeln auf die Versorgung, welche Krankenhäuser können welche Leistungen anbieten. Das sind jetzt die Aufgaben, die wir vor uns haben. Dafür ist dann nicht mehr viel Zeit, denn bis zum Jahresende soll der Gesetzgebungsprozess final beschlossen sein, Bundestag, und die Ausfertigung des Gesetzes durch den Bundespräsidenten erfolgt dann zum Jahreswechsel und dann kommen wir in die Umsetzung. Also es ist bei all dem langen Vorlauf, den wir schon hatten, nicht mehr viel Zeit, um eine hochkomplexe Strukturreform gut zu machen. Wir waren gestern beim parlamentarischen Abend des Reservistenverbandes der Bundeswehr zu Gast. Dort hat unter anderem auch der Verteidigungsminister Boris Pistorius eine Rede zum Thema der Wehrfähigkeit in Deutschland gehalten. Eine einsatzbereite Bundeswehr erfordert eine einsatzbereite Reserve. Oder, um es in anderen Worten zu sagen, ohne Reserve keine Kriegstüchtigkeit. Das können wir eindrucksvoll in der Ukraine sehen, das können wir in Israel sehen. Es ist nicht vorstellbar. Landes- und Bündnisverteidigung ist ohne eine gut ausgebildete, einsatzbereite Reserve nicht leistbar. Abschreckung ist nicht glaubwürdig ohne eine Reserve und Kriegstüchtigkeit ohne Reserve eben auch nicht denkbar, meine Damen und Herren. Die Frage der richtigen Männer und Frauen für die Bundeswehr ist eine zentrale. Und es geht um Regenerationszeiten und es geht vor allem um Durchhaltefähigkeit. Und die aktive Truppe reicht dafür nicht. Das ist, glaube ich, jedem klar. Das heißt, wir brauchen eine starke Reserve. Wir brauchen eine Reserve, die auf Augenhöhe mit der aktiven Truppe ihren Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit unseres Landes und unseres Bündnisses leisten kann. Dazu müssen wir ihre Strukturen personell befüllen und die Reserve materiell besser ausstatten. Das heißt, die Zeitenwende muss und wird auch bei der Reserve ankommen. Also Reservistinnen und Reservisten gibt es in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Jeder kann auch Reservist werden. Selbst wenn er noch nicht gedient hat, gibt es die Ausbildung von Ungedienten, die Ausbildung zum Reservisten. Von daher, jeder kann seinen Teil zur Landesverteidigung beitragen. Also die Wehrpflicht ist etwas, was wir seit langem befürworten. Wir fordern eine Dienstpflicht, weil wir die Gesamtverteidigung des Landes sehen. Das geht eben weiter als nur die Bundeswehr. Das ist auch der Bereich der Freiwilligen Feuerwehr beispielsweise, THW, die Blaulichtorganisationen insgesamt. Wir glauben, dass zur Resilienz des Landes die Gesamtverteidigung notwendig ist und dass es ohne Wehrpflicht nicht geht. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras sucht die Kriminalpolizei einen Mann, der am Donnerstag, den 1. Juni 2023, gegen 19.30 Uhr am U-Bahnhof Rathaus Reinickendorf einen damals 31-Jährigen ins Gleisbett gestoßen haben soll. Dies geschah im Rahmen eines Streits, nachdem der Tatverdächtige Graffiti an die Wand des U-Bahnhofes gesprüht hatte. Der 31-Jährige landete mit dem Rücken an der Stromschiene und wurde nur durch glückliche Umstände nicht schwerer verletzt.
Beschreibung des Tatverdächtigen. Circa 180 cm groß. Helle Haut. Alkoholisiert, ungepflegt. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person? Wer kann Angaben zum Wohn- oder Aufenthaltsort des Gesuchten machen? Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 in der Pankstraße 29 in Gesundbrunnen per Telefon, per E-Mail, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Donnerstag ist es wolkenlos, bei einer Tiefsttemperatur von 13 Grad. Am Donnerstag ist es heiter, bei einer Höchsttemperatur von 25 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.